Jetzt sind wir hier nur noch 6 Leute. Davor waren wir 15. Weil der Markt zusammengebrochen ist, haben wir viele nach Hause schicken müssen. Vor 8 Jahren habe ich angefangen. Da war das Geschäft sehr gut. Jetzt aber ist es am Boden. Alles geht den Bach runter. Der Zusammenbruch der heimischen Geflügelindustrie trifft längst auch größere Zulieferbetriebe. Eine andere Futtermühle am Stadtrand von Accra. Einst wurde hier rund um die Uhr produziert, 25 Tonnen pro Tag. Jetzt sind es noch 8. Wer hier noch einen Job hat, kann froh sein. Er verdient immerhin rund 3 Euro am Tag, das Dreifache des ghanaischen Durchschnittslohns. Wie lange in seiner Firma überhaupt noch gearbeitet werden kann, Ben Okwaye weiß es nicht. Die Zahlen sehen nicht gut aus. Wenn wir weiter Europas Produkte kaufen, haben wir hier bald eine riesige Arbeitslosigkeit. Ich hatte 35 Arbeiter mit Familie und ich musste sie entlassen. Sie sind arbeitslos. Wenn wir weiter diese Produkte aus Europa importieren, sorgen wir dort in den Ländern für Arbeit. Hier aber werden die Menschen arbeitslos. Was passiert, wenn man in Ghana arbeitslos wird? Die Menschen müssen für sich selbst sorgen. Staatliche Hilfen gibt es keine. Wer Glück hat, findet irgendwo einen Job. Der aussichtslose Wettbewerb auf dem Geflügelmarkt, er hat Ghana heute in die Abhängigkeit geführt. Nach dem Kollaps der meisten Hühnerfarmen kann das Land heute nur noch 3% seines Bedarfs an Hühnerfleisch mit der eigenen Produktion abdecken. Die Konferenz Politik gegen Hunger im Landwirtschaftsministerium der Bundesrepublik. Ein zentrales Thema, die Abhängigkeit vieler Entwicklungsländer von Lebensmittelimporten. Wie in Ghana führen sie zu mehr Arbeitslosigkeit und damit direkt zu Armut und Hunger. Das ist hier unumstritten. Nach UN-Angaben sind weltweit 500 Millionen Familien abhängig von kleinbäuerlicher Landwirtschaft. Gerade diese Betriebe werden durch solche Einfuhren zerstört, obwohl sie enorm wichtig für diese Länder sind. Man muss deutlich sagen, dass die kleinbäuerliche Landwirtschaft sehr arbeitsintensiv ist und viele Arbeitsplätze schafft. Pro Hektar gesehen ist sie auch sehr produktiv. Folglich entspricht diese Art der Landwirtschaft viel stärker den Anforderungen, die an uns gestellt werden, wenn es um die Ernährung des Planeten geht. Mehr als die industrialisierte Landwirtschaft, die sich beispielsweise sehr negativ auf die Klimaentwicklung auswirkt und deren Produktivität gar nicht unbedingt besser ist. Auch wenn sich das Vorurteil immer noch hartnäckig hält, dass die Agroindustrie sehr produktiv ist. Sie schafft vor allem wesentlich weniger Arbeitsplätze und darf schon daher keineswegs als Hoffnungsträger gesehen werden. Ein Gigant dieser Agroindustrie ist Doux, ein Geflügelproduzent mit Sitz in Châteaulin, Frankreich. Wo ein Markt ist, ist auch Doux. In 130 Ländern exportiert das Unternehmen seine Ware. In Afrika setzt man 40 Millionen Euro um. Zu den Folgen der Geflügelschwemme in Afrika will sich das Unternehmen nicht äußern. Mit Stolz verweist Du auf das Exportgeschäft, sieht sich als Global Player. In Châteaulin werden ständig Container mit Gefrierfleisch verladen. Doch obwohl Du offenbar im internationalen Hühnerhandel ganz vorn mitspielt, reichen dem Unternehmen die Gewinne nicht. Man will Kosten sparen. Wie meist im Zeitalter der Globalisierung bedeutet das Arbeitsplatzabbau. Für die Gewerkschaft CGT wurde Charles Doux deshalb zum Feindbild. Gerade wieder wurden Hunderte entlassen, Firmen stillgelegt. Dafür hat der Konzern neue Betriebe gebaut, in Brasilien. Der Gewerkschafter Raymond Guifes kämpft gegen diese Strategie von Doux und für seine Heimat. Die Bretagne war immer ein Zentrum der europäischen Geflügelindustrie.
dass eine französische Firma Hühnerfleisch in Brasilien produziert und von dort wieder nach Frankreich zurückimportiert, findet Raymond Guiffet absurd. Es ist ja schön und gut. Weltweit sind wir auf Platz 5, in Europa auf Platz 1. Aber die Erlöse gehen nicht mehr an die Angestellten im eigenen Land. Wir haben verloren. Man sagt, wir leben in einem reichen Land hier in Frankreich. Aber wir müssen feststellen, dass die Arbeit nach Brasilien ausgelagert wird. Dahin, wo die Gehälter um 200 bis 300 Euro monatlich liegen. Natürlich ohne die Garantien, die wir in Frankreich haben. Sozialversicherung, Rente, vernünftige Arbeitsbedingungen. Das gibt es dort unten nicht. Also ich finde, wenn Charles Doux seine Produkte exportieren möchte, sollte er doch auch die damit verbundenen sozialen Errungenschaften nach Brasilien exportieren. Locminé, der letzte Standort, den Doux geschlossen hat. Laut CGT der 15., seit sich Doux in Brasilien engagiert. Dem Betriebsrat bleibt noch, seine Sachen zu packen. Schluss. Für über 400 Mitarbeiter. Die Proteste halfen nichts. Die Demonstrationen waren vergebens. Brasilien statt Bretagne. Einige von uns waren 40 Jahre in derselben Fabrik. Ein ganzes Leben. Ein Leben, das man mehr in der Fabrik verbracht hat, als bei sich zu Hause. Das ist wie eine Familie. Ja, die Firma ist zu einer Familie geworden. Dass der aggressive Welthandel soziale Opfer fordert, interessiert einen Global Player scheinbar nicht. Nur der Profit zählt. An diesem Tag werden bei Doux 340.000 Hühner verarbeitet. Es geht auch anders. René Louai züchtet für Kunden in der Region. Hühner, die 81 Tage Zeit haben, um festes Muskelfleisch auszubilden. Rund doppelt so lange wie Industrierassen. Die Zucht ist arbeitsintensiv, die Hühner teurer. Damit könnten viel mehr Bauern von dieser Art der Landwirtschaft leben. Deshalb hält René Louai die Massenproduktion der Konzerne für einen Irrweg, lokal wie global. Ich glaube, dass wir unsere Landwirtschaftsmethoden überdenken müssen. Wir müssen auch überdenken, welche Agrarpolitik uns nützt und welche Agrarpolitik wir brauchen, um nicht mit den Bauern der südlichen Länder, insbesondere der ärmsten Gegenden dieser Welt, zu konkurrieren. Um die Ernährung der Völker sicherzustellen, muss es einen Schutz an den Grenzen geben. Wir dürfen nicht zulassen, dass landwirtschaftliche Güter und Lebensmittel so einfach durch die Welt reisen. Das ist problematisch für die Ernährung der Menschen und auch für ihre Gesundheit. Wir haben es hier schließlich mit einem lebendigen Produkt zu tun. Et ça nous fragilise sur les questions sanitaires, parce qu'on a un produit vivant. Ein Kühlraum auf dem Malam Atta-Markt in Accra. Später Nachmittag. Wie oft diese Tiefkühlteile aufgetaut und wieder eingefroren wurden, kann man erahnen. Auch die Anzahl der Krankheitserreger. Diese Kiste aus Holland wird bald ähnlich aussehen. Eine Lebensmittelüberwachung gibt es hier nicht. Doch Ende der 90er Jahre wurde im Nachbarland Kamerun eine Untersuchung durchgeführt. Damals waren 85% der Stichproben nicht für den menschlichen Verzehr geeignet. Dort wurde der Verkauf verboten. In Ghana ging er weiter. Das Land kann es sich offensichtlich nicht leisten, gegen die Regeln des freien Welthandels zu verstoßen. Die Märkte dieser Welt müssen offen sein. Schnell stehen sonst finanzielle Unterstützung und Kredite von reichen Geberländern auf dem Spiel. Jetzt steht nur die Gesundheit auf dem Spiel. Der Menschen, die Fleisch wie dieses essen.
Am Korlebu Teaching Hospital in Accra hat man da Erfahrung. Zweifellos gibt es Gesundheitsgefahren durch importierte Lebensmittel, insbesondere durch gefrorenes Hühnerfleisch und Ähnliches. Da gibt es immer ein Gesundheitsrisiko. Wir haben bisher zwar keine Einzelfälle dokumentieren können, bei denen wir bestimmte Erreger von den importierten Nahrungsmitteln genau den erkrankten Personen zuordnen.